Hallo meine lieben Permakultur- und Waldgartenfreunde, das ist wieder Bernhard Gruber vom Österreichischen Waldgarteninstitut. Wir haben heute den 1. März 2022 und ich bin jetzt direkt am Eingang unseres 30 Jahre alten S-Bahn-Waldgarten. Er schaut noch ein wenig kahl aus, aber alles steht schon in den Startlöchern, das, wo jetzt so richtig losgeht. Die Kornelkirschen sind gerade am Blühen. Und die Zaubernuss, die ist gerade am Verblühen. Und auch zum Beispiel die manchurische Dornkirsche, die schiebt schon die Blätter raus. Ich habe auch schon gesehen, dass zum Beispiel die Maibeere, die schiebt auch schon Blüten und Blätter raus. Wir sind schon jetzt 2-3 Wochen am Ernten. Wir ernten Wildkräuter hier in unserem Waldgarten, aber nicht nur Wildkräuter, sondern auch zum Beispiel die Taglilie. Die Taglilie sehen wir jetzt direkt hier vor unserem Boden. Die frischen Triebe und wir pflücken diese frischen Triebspitzen. Die sind ganz leicht zu pflücken und die kommen dann bei uns in den Wildkräutersalat rein. Schmecken wunderbar knackig, teilweise auch ein bisschen würzig, was natürlich auch gut ist. Und ja, geben eben einen guten Geschmack ab. Man muss vielleicht, dass man sein Biom dran gewöhnen muss. Kann sein, dass man es anfangs nicht so verträgt, aber an und für sich sind alle Taglilien laut Fachliteratur genießbar. Ja, und so schaut es gerade aus in unserem S-Bahn-Waldgarten. Wunderbar hier auch auf der Seite das Holz von der japanischen Weinbeere. Sieht man, das schimmert so dunkelrot, weinrot, schimmert das Holz jetzt schon fast in der Abendsonne. Wir sind kurz vor Sonnenuntergang. Oder hier sehen wir das Holz von der schwarzen amerikanischen Himbeere. Eine wunderbare Frucht. Ja, und hier nochmal eine Kornelkirsche voll in der Blüte. Wir haben sehr viele Kornelkirschen hier bei uns im Waldgarteninstitut, aber natürlich auch Ölweiden und alles mögliche andere an mehrjährigen Früchten, mehrjährigen Obst und natürlich auch mehrjährige Stauden. Ihr könnt uns wieder besuchen zu Pfingsten, da gibt es wieder Führungen und ein Permakultur-Intensivseminar. Ja, oder ihr kauft mein Waldgartenbuch, unser essbarer Waldgarten, zu bestellen über die Homepage www.waldgarteninstitut.at. Ja, ich freue mich von euch zu hören. Euer Bernhard Gruber.